einer Freundin an und sagt, komm, lass uns mal wieder einen Mädelsabend machen. Du brauchst jetzt nicht grinsen, wenn ich Mädelsabend sage. Gell? Du gehst doch bestimmt auch zu Herrenabend und sind keine dabei. Ja, auf jeden Fall gehen wir noch einkehren, wir essen was, wir trinken was, wir haben uns über unsere Ehemänner unterhalten und dann musste ich feststellen, die hat den gleichen Schnarchzapfen daheim wie ich. Und dann ist mir so das leise Gefühl gekommen, kennst du einen, kennst du alle. Ja, und wie wir uns gerade so über die Prachtexemplare von Männern unterhalten, kommt ein solcher aus der Toilette raus. Beim Rauslaufen zieht er noch so den Hosenladen auf und schobt so das Hemd rein. Kann man das nicht im Klo machen? Hey, und so wie der guckt hat, hat er eben mal die Hände gewäscht gehabt. Und mich persönlich hat es am meisten gestört, dass der noch Tröpfle an der Hose gehabt hat. Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, und ich sage, schon mal sehr, dieser Typ kommt jetzt da her und quatscht uns blöd an. Ihr glaubt's nicht. Ich hatte den Mund noch nicht richtig zusteht, das Mäle vor mir. Und ich denke, du hast mir halt gerade noch gefehlt, echt. Also auf dich habe ich gewartet. Bevor der nur einen Ton hat sagen können, gesagt, sag mal, was glaubst du? Ich sitze jetzt um ein Glas Wasser, dann während du drei Bier trinkst und mir deine verkorkste Lebensgeschichte erzählst. Also, ich stelle mich ab, Nummer 6, immer viel zu kleine Auto, nach einem halben Jahr Verlobung, nach einem Jahr Hochzeit, wo die ganz muggelige Verwandtschaft eingeladen ist, der Portal ist, weil hier steht, die sich um meine Kosten die Hucke voll saufen. Dann kann ich dir jeden Tag was zum Essen nachrichten, alle 5 Jahre in Allgäu in Urlaub und wenn es auch der beste Schweinebrat mit Spätzle und Kartoffelsalat am Freitagabend gehst, am Stammtisch kommt, findest du ein Bier im Kopf, wie du heimlegst, auf der Sofa und schlacht, dann hast du nicht mehr verstanden, was im Fernsehen kommt. Am Freitag, Samstag gehst du auf den Sportplatz und kommst im gleichen Zustand am Freitagabend wieder heim. Gutes Gespräch findet alle Vierteljahr statt, 6 wenn überhaupt, alle Halbjahr und du willst mir jetzt da Schwätze oder was?